So, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das Video starten soll. Am besten, ich fange einfach mal drauf los an zu reden und ihr hört mir einfach mal draußen zu. Ja, wo fange ich an? Es gibt eigentlich so viel, was jetzt momentan zu besprechen ist. Und ich habe jetzt überlegt, ob ich das Video überhaupt mache oder nicht. Aber wie ihr seht, ich habe es gemacht. Und ich sitze jetzt hier auch gerade vor meinem Rechner und gucke eigentlich nur Audacity an. Ja, wie ihr gemerkt habt, in den letzten 2 Wochen kam gar nichts mehr auf dem Kanal und. Ja, ich fange einfach mal an dem Punkt an. Ich hoffe, ihr freut euch auch da für mich, dass ich momentan ein Praktikum mache und dass das vielleicht auch mein später Ausbildungsplatz werden könnte. Ich hoffe es auf jeden Fall und daher musste einiges weichen. Sei es nun YouTube oder sei es auch mein Hobby. Daher muss ich mich leider entschuldigen und sagen, ey, Jungs und Mädels da draußen, es tut mir echt leid, dass einfach nichts mehr kam und ich mich auch nicht mehr groß zurückgemeldet habe. Das soll jetzt ja auch alles gar kein Ausrede-Video sein, sondern ich sage euch einfach meine Meinung. Ich lasse gerne eure Meinung in den Kommentaren da, weil ihr seid mir immer noch wichtig und ich habe euch auch nie vergessen. Ich saß auch immer hier, wenn ich mal eine Stunde Zeit hatte oder auch drei und dachte mir so, ey, was passiert hier? Es ist nicht das, was ich wollte und ganz einfach, ich muss auch sagen, wenn ich so rede, dann kriege ich immer ein bisschen Gänsehaut und deswegen, es tut mir einfach leid, es ist nicht das geworden, was ich mir vorgestellt habe. Deswegen hoffe ich für diejenigen, die noch da sind, beziehungsweise die meine Videos noch schauen, beziehungsweise unsere ersten Abonnenten MaxiKingLP und einfach alle, die von Anfang an schon bei uns waren und neben uns standen, dass wir euch nie enttäuscht haben, beziehungsweise in der nächsten Zeit auch nicht mehr so oft enttäuschen werden, weil, wie ich weiß, ihr fandet uns eigentlich immer ganz cool, ganz in Ordnung und auch ganz coole Lungs. Nur irgendwie, ich weiß nicht, es hat alles überhand genommen, was jetzt, ja, Ausbildung zu tun hat, Praktikum und deswegen musste halt einiges weichen, wie ich schon gesagt habe. Unter anderem halt YouTube. Daher kam auch vor 2 Wochen leider echt gar nichts mehr, meine Freunde. Und ich hoffe, ihr seid mir echt nicht böse, aber ja, ich möchte nicht sagen, dass YouTube nicht mein Ding ist. Ich mag YouTube um Gottes Willen, nur es hat sich einiges geändert, was ich mir so vielleicht nicht erwünscht hätte, beziehungsweise was ich vielleicht auch mir anders vorgestellt habe, beziehungsweise damals gar nicht träumen lassen konnte und das jetzt einfach in Erfüllung gegangen ist. Daher einfach mal dickes, dickes Dankeschön auch an euch alle da draußen und im Prinzip, ich möchte euch einfach nur kurz erzählen, kurz erklären, warum, wieso, weshalb, warum nichts mehr kam, wieso. Einen Punkt habt ihr ja schon gehört, das ist das Praktikum, was mich einfach jetzt momentan 5 Tage die Woche, am Wochenende muss ich nicht und da möchte ich eigentlich auch entspannen, aber 5 Tage die Woche einfach komplett einspannt. Ich bin von morgens bis abends weg, stehe im Dunkeln auf und komme im Dunkeln nach Hause und ja, es ist einfach nicht mehr so leicht, wie ich es mir vorgestellt habe, YouTube zu betreiben. Deswegen Hut ab an alle, die arbeiten und noch YouTube nebenbei betreiben, mit jedem Tag ein Video oder alle 2 Tage ein Video. Ich habe gemerkt, irgendwie ist es nicht mehr das, was ich mir vorgestellt habe. Somit habe ich halt gesagt, okay, ich muss jetzt Prioritäten setzen. Und eine Priorität war halt wirklich, was ist für mich jetzt die Perspektive in die Zukunft? Und da habe ich deutlich einen Abstrich gemacht und habe gesagt, YouTube ist eine Sache, die kann man aus Spaß machen. Aber nicht mehr mit der Ambition dahinter, später groß zu werden. Sicherlich, in jedem YouTuber steckt irgendwie der kleine Traum drin, mal groß zu werden und mal Abonnenten dazu zu kriegen oder Sachen zu starten, die einfach gut ankommen. Nur, ich war schon immer ein Mensch, der realistisch gedacht hat. Und immer gesagt hat, ey, es gibt so viele große YouTuber da draußen. Ich selber suche nach gar keinen neuen mehr. Ich gucke meine Stamm-YouTuber und mehr nicht. Einfach mehr nicht. Ich gebe bei Google meine Stamm-YouTuber ein und schaue mir diese an. Habe Spaß beim Videos produzieren, nur ich bin schon damals mit der Ambition bzw. mit dem Hintergedanken an diese ganze Sache rangegangen und habe gesagt, ey, es wird nie so sein, wie du es vielleicht hoffst oder wie es dir andere Leute wünschen. Weil es einfach nicht mehr geht. Und deswegen habe ich klar gesagt, ey, lieber stecke ich in meine Zukunft, in diesem Praktikum, um vielleicht einen Ausbildungsplatz herauszubekommen. Aber nicht in YouTube. Ich habe probiert, 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 Sachen aufzunehmen. Habe mich auch richtig wieder gefreut, aufzunehmen, wieder zu bearbeiten. Es war super geil. Nur, ja, dann kommen wir nun zur nächsten Story, warum mir sowas halt nichts mehr kam. Und warum auch leider das Let's Play Minecraft abgesagt werden muss. Wie so oft. Ich hoffe, ich habe es schon mal einige Male gesagt. Was heißt einige Male gehofft? Ich habe es einige Male schon gesagt, aber mein Rechner stürzt einfach momentan ohne Grund ab. Es könnte eine Hardwarefehler sein, es könnte aber auch irgendwie Softwareprobleme sein. Nicht geupdatete Treiber oder irgendwie sowas. Oder mein RAM ist kaputt, meine Grafikkarte, mein Prozessor, mein Motherboard, irgendwas.
Und ja, wie eigentlich so gut jeder, der selber seine Probleme lösen möchte, hat sich im Internet erkundigt. Und ich bin auf ein Programm gestoßen, was sich dann nicht als das entpuppte, was ich dachte. Es hat mir meine komplette externe Festplatte formatiert, was, wer nicht weiß, was formatieren heißt, es heißt einfach, es ist alles weg. Komplett alles ist weg. Und unter anderem habe ich mir halt als Schlauer gedacht, ey, das Let's Play ist dir wichtig. Diese Welt ist dir wichtig. Und die Menschen, die du damit erreicht hast, die sind dir auch wichtig. Deswegen speichere doch einfach Multi-MC, auf was ich das spiele, einfach auf deine externe Festplatte. Weil was soll schon passieren, wenn dein Rechner abschmiert? Du hast noch deine externe Festplatte und ja, deine Welt bleibt erhalten. Nur mit diesem Programm, was eigentlich zur RAM-Überprüfung da war, beziehungsweise was im Internet als RAM-Überprüfung beschrieben wurde, wurde meine komplette externe Festplatte gelöscht. Von daher unter anderem auch meine Welt, die ganzen Aufnahmen, die ich darauf gespeichert habe. Und ja, einige private Sachen halt natürlich auch. Fotos, Andenken an Leute, die mir wichtig sind. Und daher habe ich jetzt gemerkt, hey, du kannst nicht mehr so weitermachen, wie es damals war. Du kannst dich jetzt die Welt nochmal komplett rebuilden, wie auch immer. Kommst an diese Welt nicht mehr ran. Ich habe auch keine Safe States gemacht, da ich dachte, sie wäre auf diese externe Festplatte sicher. Nur, ja, es war es eben halt nicht und das habe ich dann aber leider erst zu spät gemerkt, dass man das hätte machen sollen. Sicherlich werden jetzt einige bei euch sich einen Facepalm geben und sagen, ey, wenn dir was gefällt, lieber ein Safe State machen. Das weiß ich jetzt auch. Und deswegen wird das leider nicht mehr weitergeführt. Ich weiß, diese 6 Minuten 50 mit hoffentlich ein bisschen Inhalt, was ich im Hintergrund lassen kann, sind relativ lang. Wir sind jetzt bei 7 Minuten und es gibt eigentlich noch so viel zu erzählen, nur das Einzige, was ich euch erzählen dann will, ist, ich danke euch. Ich danke euch für die super schöne Zeit, die wir miteinander hatten. Ich danke euch für alles, was wir miteinander erlebt haben. Und an alle die, die jetzt noch sich dieses Video anschauen werden, nachdem Black Ops 3 kam, der Zombie-Modus, der auch weitergeführt wird. Echt danke, Jungs und Mädels da draußen. Ich danke euch sowas vom Herzen, dass ihr mir treu geblieben seid, dass ihr mir irgendwie immer noch versucht, ein Feedback zu geben. Und. Nur, es wird sich einiges ändern auf dem Kanal. Sei es nun Minecraft, sei es nun andere Spiele, die ich jetzt spielen werde. Es wird nicht mehr das sein, was ich mal dachte, es würde werden. Es ist so. Ich bin mittlerweile in dem Punkt angekommen, wo ich einfach sage, ey, es klappt nicht mehr. Es geht nicht mehr. Du kriegst es einfach nicht mehr hin. Und sicherlich sage ich mir dann zwischendurch auch so, ey, du musst was machen. Du ärgerst dich auch, wenn deine YouTuber nichts machen. Du ärgerst dich darüber, wenn du auf YouTube-Kanäle kommst durch Zufall, die du geil findest, die Videos, aber vor einem Monat zuletzt abgeloadet wurde. Aber ich glaube, ich bin jetzt auch ein Stück weit erwachsener geworden, um zu sagen, ey, das Leben ist kein Zuckerschlecken und es geht halt nicht immer alles das, was man sich auch wünscht. Deswegen ein kleiner Tipp von mir, den ich jetzt auch nicht schmerzlich erfahren musste, aber doch erfahren durfte, ist, steckt euch kleine Ziele im Leben. Geht keine großen Schritte und denkt, wenn ihr ein Video hochladet, dass das gut ankommt. Aber bleibt dabei. Bleibt eurer Einstellung treu. Und das alles werde ich jetzt auch probieren. Mir wurde oft gesagt, ey, oder ich denke mir auch selber, ich kann viele gute Tipps vielleicht geben. Nur selber befolgen klappt in den wenigsten Fällen. Deswegen wird es eine dicke, dicke, dicke Umstrukturierung auf dem Kanal geben. Es wird nicht so wie die Namensänderung sein, sondern es wird im Prinzip ein kompletter Restart. Sicherlich, die Videos werden noch zu finden sein, aber ich werde mir Projekte ausdenken. Ich werde mir einfach richtig geile Scheiße überlegen, um euch da draußen für die letzten 2 Wochen, vielleicht, die ihr ohne uns verbracht habt, ohne mich verbracht habt, wo ihr euch gedacht habt, ey, warum ist nichts mehr? Einfach mich revanchieren für alle, die dieses Video schauen. Und es ist jetzt nur noch schon zur Weihnachtszeit gekommen und ich werde mir auf jeden Fall was überlegen, um euch da draußen einen dicken, dicken Gefallen zu tun. Nur, ja, im Prinzip haben wir jetzt hier 10 Minuten verbracht und ich habe euch einfach mal mein Leid gesagt. Aber ich habe jetzt keine Lust darauf, irgendwelche Kommentare zu tun. Ey, ich verstehe es. Ey, ich stecke vielleicht genauso in der Klemme wie du. Oder, ey, es ist gut, dass du dich jetzt dazu meldest und mal wieder was machst. Ich möchte eure ehrliche Meinung wissen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ich für ein Arschloch bin.
euch nichts mehr gebracht habe. Schreibt mir ruhig rein, okay, ey, es ist gut, dass du dich wieder meldest, aber trotzdem doof. Oder schreibt mir auch gerne rein, ich verstehe dich komplett. Aber bitte gebt mir eure ehrliche Meinung. Und nicht irgendwie nur, was weiß ich, gebt eure ehrliche Meinung einfach ab. Die Umstrukturierung werdet ihr mitkriegen. Auch von der Qualität der Videos, von der Qualität der Audio vielleicht, hoffe ich. Und der Qualität, ja, hoffentlich auch von unserem Kanal-Image, beziehungsweise, ja, wie soll ich sagen, von der Kanalstrukturierung, von der Kanalsache allgemein, weil der Kanal ist mir wichtig, ihr mir da draußen auch. Und das sind zwar immer so 0815 Wörter, die man sagt, ihr seid mir wichtig, ihr seid die beste Community. Aber ich weiß jetzt auch warum. Weil ihr diejenigen seid, die YouTube zu das gebracht habt, was es jetzt ist. Ihr seid diejenigen da draußen, die Daumen hoch da lassen. Ihr seid diejenigen da draußen, die diese ganzen großen YouTuber wie Gronkh, Sarraza, Ungespielt damals Unge, sei es nur noch Bibis Beauty Palace oder keine Ahnung, ihr seid diejenigen, die zu dem gemacht haben, was sie jetzt sind. Deswegen würde ich prinzipiell für alle, die bis jetzt hier durchgehalten haben und sich gesagt haben, ey, ich höre mir das Statement an. Im Prinzip ist die gesamte YouTube-Community die beste, die es gibt. Sei es nur meine Community, meine 72 Abonnenten. Oder sei es die 3 Millionen von Gronkh. Ihr seid alle geil. Und ohne euch würde es diese Riesen gar nicht geben. Beziehungsweise sie gar keiner kennen. Deswegen dicken, dicken Applaus an euch. Dicken Dank an euch. An alle, die dieses Video teilen wollen. Gerne. Aber tut's nur, wenn ihr es wirklich wollt. Deswegen würde ich sagen, lasst mir mal einen Daumen hoch oder runter da mit dem passenden Kommentar. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, weil ich werde das Video jetzt noch schneiden und hochladen. Hoffentlich, dass es jemand sieht. Und ja, vielen Dank, euer PlaySplash, aka Justin. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video, was mal wieder ein bisschen mehr Spaß ist, beziehungsweise ein bisschen mehr Rumgerumble. Haut da rein und tschüss.